Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier alles benutzen können. Meine Güte, ist das hier aber eine Rumpelkammer. Und ich habe gedacht, mein ehemaliges Kinderzimmer sähe schlimmer aus. Mann, 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 Mann. Die ganzen Requisiten von unserem Theater sind ja hier alle runtergekommen. Schlimm, schlimm, schlimm. Also ich meine, vom Platz her würde der Schuppen voll und ganz ausreichen, ne, um die Sendung zu machen. Aber hier steht so viel Krimskrams rum. Nee, also da muss man erstmal hier Ordnung schaffen. Da muss man überhaupt erstmal irgendwie Ordnung finden. Schlimm ist das. Schlimm, 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 schlimm. Naja, egal. Irgendwo muss ich hier anfangen. Dann fange ich am besten hier hinten an. Moment. Na nun, wer kommt denn da? Das glaube ich jetzt nicht. Du? Dich gibt es noch? Ja, natürlich gibt es mich noch. Ben Schluzi, was machst du denn hier? Ich habe gedacht, du bist drüben im Marionettentheater mal wieder einen Film drehen. Ach, ja, sowas Ähnliches mache ich jetzt eigentlich auch, lieber Pimpel. Nun, weißt du, ich will eine Sendung machen. Die Top 10, die erfolgreichsten Kinomachstücke. Aha. Und was willst du denn hier? Ja, ich wollte ein paar Requisiten mir ausleihen, aber hier muss ja erstmal aufgeräumt werden. Kann ich dir helfen? Ja, klar. Moment, ich mache am besten hier mal das Licht aus. Warum das denn? Zack. Ja, dann sieht man nicht, wie gut wir aufräumen. Aua! Mensch, nimm deinen Fuß aus meinem Gesicht. Oh, Entschuldigung. Oh, Mist. Ich glaube, das war ein Einzelstück. Helf mir mal eben, das schwere Ding noch zur Seite zu packen. Jetzt das Licht wieder an. Und was sagst du? Ja, also, es sieht besser aus als gerade. Na, also, wunderbar. So, dann übernimmst du die Moderation. Was? Ich? Nein. Ja, doch, doch. Weißt du, mich sehen die Leute schon so oft, da können sie dich, meinen Vorgänger, auch mal wiedersehen. Ach, also, ich weiß doch gar nicht, wer auf den Plätzen 10 bis 1 ist. Ach, das ist kein Ding. Ich gebe dir gleich einen Zettel in die Hand. Und dann, ach, dann wird das schon. So, Jungs, macht einen schönen Vorspann rein. Und dann Hals- und Beinbruch. Das wird schon, Pimpel. Ja, wenn du das sagst. Die Top 10, die erfolgreichsten Kedumas-Stücke. Seit über 10 Jahren beglückt uns das Marionettentheater mit wundervollen Geschichten. Doch was sind Ihre persönlichen Lieblingsgeschichten? Finden wir es in dieser Sendung heraus. Sie durften wählen und das haben Sie auch gemacht. Und hier kommen Sie, die erfolgreichsten Kedumas-Stücke mit Ihrem Gastgeber Pimpel. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu die Top 10, die erfolgreichsten Kedumas-Stücke. Fangen wir also an mit Platz Nummer 10. Nun, Platz Nummer 10 ist die Fortsetzung eines richtigen Kedumas-Klassikers. Die Fortsetzung von unserem allerersten Stück, wo ich in der Urversion damals auch mitgespielt habe. Und dieses Stück spielt im Wald. Aber wenn ich mir so jetzt gerade den Hintergrund angeguckt habe, sieht das nicht gerade waldmäßig aus. Ah, na also. Es geht doch. So ist es besser. Also hier, Ihr Platz Nummer 10, Neues vom Teufel und dem armen Mann. Das Leben könnte so schön sein, wäre da nicht ein Teufel, der einem immer das Leben zur Hölle macht. Wie auch im ersten Teil versucht der Teufel wieder an Luzis Seele zu kommen. Da er mitbekommen hat, dass Luzi in Geldnöten ist, bietet er ihm,
einen geheimnisvollen Goldsack an. Ja, das war schon etwas Tolles, als wir nach dem Erfolg vom ersten Teil erfahren haben, dass wir auch einen zweiten Teil machen sollen. Ich war sofort hellweg begeistert und hab gesagt, natürlich, klar, lass rocken das Ding, nicht wahr? Und der zweite Teil scheint ja auch ganz gut zu laufen. Schließlich ist er ja, wenn auch auf dem letzten Platz, aber in den Top 10 der beliebtesten Kedumas-Stücke. Hätte ich nicht gedacht, aber finde ich schön. Am Ende bekommt Luzi für seinen Kampf gegen den Teufel vom König, der auch gleichzeitig sein Schwiegervater ist, das Land und wird Nachfolger. So wird aus dem armen Mann doch noch ein reicher König mit Ehefrau. Auf dem 9. Platz ist ebenfalls ein zweiter Teil. Doch ist dieser gespenstischer als Platz Nummer 10. Ein netter Versuch, der dank des ersten Teils auch schnell beliebt wurde. Hier ist also Platz Nummer 9, das Gespenst mit der Krone 2, die Entführung des Königs. Die Geschichte an sich ist simpel. Ein König wird von einem Räuber, der ausgebrochen ist, entführt. Und der Räuber verlangt für die Freilassung des Königs den Thron und den Besitz des Landes. Doch ein guter Freund des Königs eilt herbei, um dem König zu helfen. Eigentlich müsste das eine Erfolgsstory werden, war es am Anfang jedoch nicht. Das Gespenst mit der Krone 2, oh ja, das hat auch mal andere Tage als schöne erlebt. Nun, in der Urversion hat es ja eigentlich nichts mit dem Gespenst mit der Krone zu tun. In der Urversion geht es um einen Butler, der seinem Freund, dem König, helfen will und ihn befreien will, da er entführt wurde. Und die Geschichte hieß ursprünglich auch nur die Entführung des Königs. Die Geschichte an sich floppte. Doch als man den Erfolg von Das Gespenst mit der Krone sah, schrieb man die Entführung des Königs schnell etwas um und machte daraus einen zweiten Teil. Und dieser schlug dann ein wie eine Bombe bei den Fans. Simpel? Aber genial, nicht wahr? So wurde aus einem Flop immer noch ein Top. Und immerhin Platz Nummer 9 der erfolgreichsten Kedumas-Stücke. Am Ende bekommt der böse Räuber Jaromir natürlich auch sein Fett weg und wird vom Gespenst gerecht bestraft. So, auf Platz 8, wen wundert's, ganz knapp und ein bisschen beliebter als Platz 9, der erste Teil, das Gespenst mit der Krone. Na dann, viel Spaß und gruseln Sie sich nicht allzu sehr. Ein Räuber namens Jaromir hat gehört, dass in einer gruseligen Burg eine wertvolle Krone existieren soll und will diese stehlen. Der Nachteil dabei? Ein Gespenst mit Namen Nono ist im Besitz dieser Krone und will es um jeden Preis schützen. Dafür lässt es sich so allerhand einfallen, damit der Räuber die Krone nicht in die Finger bekommt. Das Gespenst mit der Krone war meine zweite große Rolle
Nach der Urversion der Teufel und der arme Mann, wo ich den Teufel gespielt habe. Aber damit konnte ich mich nie richtig identifizieren. Und die Rolle als Gespenst, die macht mir schon sehr viel Spaß. Und ich finde es auch immer schön, wenn Fans dann zu mir sagen, ach, du bist doch das Burggespenst Nono. Und ich sage, ja, ganz genau. Also ich habe schon viel Spaß mit meiner Rolle. Und es wird auch an einem dritten Teil vom Gespenst mit der Krone gearbeitet, aber das steckt noch alles in den Kinderschuhen. Müssen wir mal abwarten, was draus wird. Am Ende von Das Gespenst mit der Krone gelingt es Nono zwar, Räuber Jaromir ins Licht zu führen und einzusperren, doch was so ein richtiger Räuber ist, der bleibt nicht so lange gefangen, wie man oft denkt. Jetzt auf dem 7. Platz finden wir unser allererstes Stück wieder. Ein richtiges Keduma-Original. Hier ist also der Teufel und der arme Mann. Die Liebe hat schon so manchen um den Verstand gebracht. Auch den armen Holzfäller Luzi. Er hat sich in die Prinzessin Lindy verliebt, doch sie ignoriert ihn immer, weil sie so reich und er so arm ist. Das nutzt jedoch der Teufel aus, um an Luzis Seele zu kommen. Doch Luzi ist sehr gewitzt und gerissen und nimmt es mit dem Teufel auf. Hey, der Teufel und der arme Mann auf Platz 7? Ja, das nenne ich doch mal toll. Mit der Geschichte bin ich ja auch erst richtig bekannt geworden im Keduma Marionettentheater. Ursprünglich haben ja Pimpel und Nono die Rollen besetzt gehabt, vom armen Mann und vom Teufel. Aber als man dann gesehen hat, dass ich und Robertus für die Rollen eher geeignet wären, wurde schnell umstrukturiert und ohne Probleme oder Zorn mit Nono oder Pimpel zu bekommen, wurde dann gesagt, gut, dann übernehmen Robertus und ich die Rollen. Und ja, ich meine, das ist ja auch schon so ein schönes Stück an sich. Und ich bin stolz, dass dieses tolle Stück auf Platz 7 ist. Man soll zwar nie sagen, aber ich glaube, einen dritten Teil wird's davon nicht geben. Wie es sich für ein richtig schönes Happy End gehört, besiegt Luzi am Ende natürlich den Teufel. Doch was so ein richtiger Teufel ist, der lässt sich nicht so schnell geschlagen geben.